Brauche ich immer noch einen Spike Blockade hin? Ja, ja, keine Ausdauer, immer das Gleiche. Ja, das ganze Zeug können wir auf dem Rückweg mitnehmen. You are overheating, ja. Hier in der Hütte ist echt warm. Irgendwie schon. Draußen nicht? Aber es ist halt Stein. Irgendwie speichert er die Wärme. Na, hier so Gedöns brauchst du nicht aufheben, wo die ganzen Samen. Ich habe einfach mal die Tasche leer gemacht. Ja, es heizt sich halt auf in der Hütte. Ja. So, kommen wir mit Rocky. Willst du vielleicht mitkommen? Ja, ich würde mitkommen, ja. Na, lass mich mal kurz den Stein hier noch fertig machen. Der müsste jetzt eigentlich gleich zerbröseln. Los. Sagst du. Fall auseinander. Stunden später. Ja. Heuballen fliegen vorbei. Hallo. Dann hau ich den Stein nochmal schnell mal weg. Hier, der nervt nämlich gerade so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall werden wir hier noch ein bisschen noch das Ganze ausbauen, den Außenposten, damit wir hier was zum Sammeln haben. So, dann komme ich mal rüber. Ja, essenstechnisch geht es schon langsam bergab. Mhm. Ich habe schon ein paar Steaks gegessen hier. Okay. Also für normales Getier, was auch immer das sein soll, vielleicht Kano oder sowas, reicht es auf jeden Fall, was hier gebaut ist. Ja, wird schon. Ob das jetzt ein Golem aufhält, weiß ich nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und Argentaris wird es auch nicht aufhalten. Ich behalte mal noch meinen Steinbeil. Man weiß ja nicht, was hier los ist. Ach nee, warte mal. Ich habe ja noch eine... Oh cool, ich habe eine Ersatzaxt mit. Das ist super. Also aus dem Schwefel kriegt man richtig viel raus. Aus so einem Steinsbrocken. So, Rudi. Ich komme mal kurz aufs Dach. So, ich bin startklar. Denn unser Ziel war ja auf jeden Fall, Kristalle zu finden. Ja, eigentlich schon. So. In der Kiste ist gar kein Platz mehr. Nee, die nehmen wir dann gleich direkt mit. So, vorsichtig hochlatschen. Wir müssen ja nur auf gelbe Steine aufpassen. Also auf so ultra-gelbe Steine. So. Das ist ja doch... Nein. Es ist ein gelber Stein. Wir müssen da aufpassen. Zack, erstmal ran. Rudi hat schon den Angstschiss gelassen. Wunderbar. Du fummelst aber doch die Steine an. Ja, ich muss halt nicht, dass die hinter uns aufstehen. Das geht so nicht. Hier geht's aber ganz schön weit hoch, sag mal. Ja. Eine Menge Kristall. Und Quatsch, Salz. Eine Menge und Salz und Schwefel. Schwefel, aber kein Kristall. Ist ja schade. Hallo. Wieder ein Spoil. Obsidian haben wir hier. Oh, geil, aber Obsidian, das kann man ja auch gebrauchen. Weil wir brauchen Kristalle. Wir haben nur Salz hier. Ist was ist hier los? Hier ist. Hier sind Kristalle. Oh, geil. Cool. Oh, cool, gleich so eine Rosen. Ja, na dann, ran da. Ich nehme mal die ein bisschen weiter vorne. Geile Aussicht von hier oben. Ach, komm. Oh ja. Das sieht gut aus. Episch. Total. Das muss ich mir nochmal so anschauen. Oh, schick. Richtig gut. Und dann mit dem Obelisken da. Schon schick. Kann man mal machen. So, jetzt bauen wir aber mal hier ab. So ist es, dass die hier so gelb aussehen. Ja, ich hatte vermutet gerade, das hat sich aber irgendwie, weiß nicht, nicht so aus, dass das wie den Höhlen ist, dass die so ein bisschen kühlen. Nein, und da ist die Spitzhacke kaputt. Oh, schade. Ich habe keine Ersatzspitzhacke. Gab doch in den Höhlen auf der Island, gab es da so grüne Kristalle oder irgendwie so andere farbige Kristalle, die dich gekühlt haben mit den Hitzezonen. Ja, ich habe ein Problem, meine Spitzhacke ist kaputt. Na, dann machst du jetzt einfach nur einen guten Eindruck. Ich kann auch mit dem Beil ein bisschen rumhauen. Aber nicht auf die Kristalle, das macht ja keinen Sinn. Nee. Aber auch Obsidian. Ach, wobei, das kommt da auch nicht raus, ne? Doch, kommt da noch raus. Dann nehme ich das halt so ein bisschen mit. Ja, schade, ey. Mobile Werkbank fehlt. Biber. Ein Biber. Wobei, der Sony Dragon hat ja, glaube ich, der fungiert ja auch als mobile Werkbank. Ja, genau, das habe ich auch irgendwie gelesen. Ey, ja, Obsidian will nicht. Ja, wir können ja eh wieder runter, denn Kristall habe ich erstmal am Start. Da können wir dann auf jeden Fall dann so eine Mütze bauen mit den Brillen. Hier ist dann noch ein Kristall. Ja, aber ich will noch ein bisschen anderes Zeug mitnehmen. Na gut. Kann ich voll überladen hier los tigern. Wie viele Kristalle hast du? 57. Na gut, das sollte passen. Wie viel brauchen wir für eine Mütze? Ich weiß es nicht. 10? Hoffe ich. Guck doch mal kurz nach. Das sehe ich doch nicht, das sehe ich ja nur an der Smithy. Oder? Nee, das sehe ich doch so nicht. Das ist ja nicht einfach so zum Bauen. Kann ich nicht nachgucken.
Ja, ansonsten holen wir noch Kristalle. Ja. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr Schwefel und Salz mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Und kein Golem zu sehen. Die mögen uns nicht. Das haben wir letztens schon festgestellt. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht traurig, dass ich jetzt gerade hier keinen gefunden habe. Ich hätte aber gerne mal einen hier in Aktion gesehen. Ja, komm, wir gehen mal noch in die andere Richtung vom Berg. Vielleicht, ja, vielleicht dann, wenn wir ausgeladen haben. Einmal rum. So. Ja, super. Hallo Golems, wo seid ihr denn? Die wollen noch nicht. Ach, Mensch, ein Prazelemotierchen. Echt? Dass es die auch gibt. Selten, aber ich habe schon welche gesehen letztens. Ah, die haben Prime Meat. Yeah. Also brauchen wir aber gerade nicht. Falls wir irgendwas zähmen wollen irgendwie. Ja, ne? Jetzt gerade. Bescheid. Jetzt nix zähmen. Was campen die denn da unten? Soll ich vielleicht mal eine richtige. Birds. Soll ich mal einen richtigen Schrank bauen? Oder soll ich aber eine zweite Kiste bauen? Ja, ein richtiger Schrank hilft nicht, weil der ist 2 hoch. Stimmt, das passt ja gar nicht. Ach man, ey, in diesem Haus ist es einfach so warm. Das geht so nicht. Fiber Thatch Wood müssten wir alles hier haben. Und da kämpft gerade so ein Geier gegen den Terrorbird. Nee, haben wir nicht. Ein Rudel Terrorbirds, okay, alles klar. Oh, das reicht alles wieder nicht. Aber hier ist auch kein Golem zu sehen, nochmal. Wo sind die denn alle? Die wollen nicht im Urlaub. Boah. Naja, wir finden die schon noch. Keine Sorge. Ich glaube auch. Ach, jetzt mein Beil kaputt. Aber da habe ich ja noch eins. Ich schmeiß das andere jetzt erstmal weg. Ja, Auftrag erkannt. Smizzy bauen fürs nächste Mal. Und ja, hierher ich bringen. Weiß. Zur Not habe ich auch noch ein Steinbeil. Das geht auch, aber... Ja, wir optimieren den Außenboss natürlich noch ein bisschen. Ist klar. Ja, dass da alles drin ist, was wir brauchen. Inklusive Preserving Bin, wenn es da mal so weit ist. Nicht nur das, sondern auch, dass wir auch besser reinkommen. Man kann übrigens, in den Preserving Bins kann man eisgekühltes Wasser herstellen. Echt? Irgendwie war das, glaube ich, so. Also, gut, ich weiß nicht, ob es in den Preserving Bins geht, aber es geht auf jeden Fall, man kann eisgekühltes Wasser herstellen. Man muss das irgendwo in den Behälter stellen, der kühlt. Mhm. Wobei der Preserving Bin, der kühlt ja nicht. Der konserviert nur. Der konserviert ja nur. Was gibt's denn noch zum Kühlen? Weiß gar nicht. Bei Kühlschränken und sowas machen ja keinen Sinn. Hm. Ich weiß nicht. Gibt's denn da noch? Ending Points. Ich brauche noch einen Thatch. Ist wunderbar. Ich habe übrigens... Ach, guck mal, es gibt sogar einen Spiegel, den man bauen kann. Kannst du an der Wand hängen. Ein Spiegel? Ein Spiegel, ja. Kannst du deinen Antlitz bewundern. Ja, wunderbar. Ich habe auch nichts anderes zu tun, als hier in der Wüste mal in den Spiegel zu gucken. Ja, aber hallo. Hauptsache, die Frisur sitzt. 50 Grad im Schatten, aber Hauptsache Frisur sitzt. Ja, eben. Wüstensturm am Start, Hauptsache die Frisur sitzt. So. Ich bin aber auf jeden Fall schwer verletzt. Gut. Schwer verletzt? Warum? Weil ich hier gerade so ein bisschen runtergesprungen bin. Achso, ich dachte, bis am Verdursten. Nee, das passt sogar noch. Also ich habe zwar nicht mehr so viel Wasser, das geht auch krass runter hier in der Hütte. Das reicht aus. Wobei es hier in den Bergen aber nicht so warm ist. Es sind nur 23 Grad. Ja, aber hier in der Hütte, da sind's, nee, auch. Keine Ahnung. Wer weiß, was hier los ist. 2 Kristalle habe ich auch. Mensch, da geht da was. Boah, da kriegst du echt eine Menge raus aus so einem Schwefelbrocken. Das ist schon mal richtig geil. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal langsam zurück und bauen uns auf jeden Fall Ferngläser, damit wir hier direkt demnächst mal ein Argentavis zähmen können. Ja, dann lass mal aber für Richtung den Transport. Heimat. Okay, dann nehme ich noch was mit. Stimmt, ein bisschen was zurücktragen sollten wir auch. Ja, also die Kristalle nehme ich auf jeden Fall mit. Mhm. Schwefel würde ich alles mitnehmen, Salz. Ja, Schwefel und Salz. Kannst du mitnehmen. Ey, diese Hütte ist so warm. Wenn der Schwefel ist wenigstens nicht so schwer. Du musst dir vorstellen, wie ein Hochofen hier drin. Ja. Oh. So, das ist alles mit. Wo ist denn das Öl her? Das hatte ich schon in der Tasche. Ach so. Ich hatte letztens noch so ein paar Käfer ausgelutscht. Ausgelutscht? Naja, was anderes macht man da ja nicht. Am Schwanz genuckelt. Bitte? Ja, ist doch so. So eine Käfer haben keinen Schwanz, wollte ich nur mal sagen. Stachel. Die haben irgendwelche Drüsen. Käferdrüsen. Öldrüsen, Ach, Wasserdrüsen. Du nimmst jetzt Rocky? Was? Warum nicht? Ja, weil der mehr tragen kann. Ach, los. So. Glaube ich. 257. Jetzt lauf. Oh Gott, ey, ich bin schwer verletzt hier irgendwie. Vorsichtig hier runter. Naja, solange du jetzt nicht irgendwo runterspringst, ist alles in Ordnung. Ja, nicht nochmal. Oh, das ist eine Motte.
Tja, wenn man so umbringt, ne, hat man eine Menge Silk. Ja, allerdings haben wir keine Bola mit. Dieses Level, was hat die denn? 16. Ja, komm jetzt. Einfach mal raufbeißen. Das klappt manchmal. Ja, aber du weißt doch, dass ihr uns verlangsamt. Oh mein Gott. Motte, bleib stehen. Das ist so geil, wie das klingt. Aber sie ist noch in Range, da kommen wir noch ran. Ja, ja, ja. Komm her, komm her. Komm, ja, ja, genau, ja, flieg in die Spikes. In volle die Motte. Spikes? Warte mal. Ja, nee, ich treffe sie nicht. Jetzt. Jawoll, Rocky hat's erledigt. 64 Silk. Ich habe auch 43, sehr schön. Na, dann dürfen wir jetzt los. Die war auch nur Level 16, die letzte war auch Level 16. Ich muss doch kurz recken. Ausdauer ist ziemlich im Eimer. Muss Rocky erstmal kacken, jawohl. So. Müssen wir nur noch gucken, dass wir den Weg dann entsprechend wieder finden und hier nirgends runterfallen. Vorsicht. Na, hier ist aber okay. Ist nicht so tief. Nee, aber hier kommt ja irgendwo der Graben. Rechts ja, ja, klar. Rechts ist ein Raptor. Deswegen rennst du ja auch vor. Wenn ich zuerst runterfalle, meinst du? Warte mal, wir müssen hier weiter links. Ich will mal kurz hier am Käfer rum zutschen. Okay. Ja, Lebenspunkte ticken auch wieder nach oben. Alles das wäre so ein weißes gestreiftes. Süß. Die sind knuffig. Also irgendwie glaube ich nicht, dass wir den Weg zurückfinden. Hast du dir die Koordinaten angeguckt? Also der Weg ist eigentlich der richtige. Nee, ich meine jetzt, wenn wir hier wieder zurück wollen, dass wir den Außenposten finden. Ja, wir müssen ja noch viel, viel weiter links. Warte mal, komm mit. Ja, den sind wir schon wieder. Ich meine, zu dem Berg komme ich relativ schnell. Wir sind bloß einmal zu früh abgebogen. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir schon so weit um den Berg rum sind. Ja. Also ich finde den Weg. Ja, ich laufe einfach mal hinterher. So, genau. Jetzt müssen wir nämlich hier rüber. Oh Gott. Ist das weit. Oh, weia. Huiuiui, das ist ja aufregend. Da hat man kurzzeitig schon das Gefühl, dass man irgendwie runterfallen könnte. Ja, irgendwie schon, ne? Da sind noch ein paar Zedermoltierchen. Kann bestimmt irgendwo das Lastentier gebrauchen hier. Ja. Was ist das denn hier? Oh, eine Wasserquelle. Guck mal, hier ist noch eine Wasserquelle. Ach, geil. Und hier kann man so einen Brunnen drauf bauen, ne? Ja. Water Rain. Cool. Ey, da kann man mal hier kurz den Waterskin voll machen. Oder auch nicht? Doch, nee. Kann man nicht. Man kann nur von trinken. Aber man kann nicht... Hey, wieso kann man denn das Wasserdings nicht? Toll. Ganz großartig. Ja, dann halt nicht. Schon wieder auf den Falschen. Jetzt kommen die hier auch noch an. Sitzt auf dem Falschen. Ach so, oh, Entschuldigung. So, los. Sieht geil aus, wenn Raptoren losrennen. Ja, vielleicht finden wir ja noch einen geileren Platz für unsere Base. Ah, schauen wir mal. Der Platz sieht da gar nicht so schlecht aus hier. Hier? Hättest du ja noch genug Zeug mit, um nochmal was zu bauen? Nee, aber das können wir uns ja merken. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt erstmal dort halt unten was gebaut, damit wir da irgendwie siedeln. Aber das ist jetzt so auf Dauer, glaube ich, auch nicht so geil. Weil rohstofftechnisch müssen wir immer irgendwo anders hin. Das stimmt. Aber wir überlegen mal. Ja. Weil da ist ja gleich eine Wasserquelle, von daher könnte man sich das aber merken. Wenn du die wiederfindest, ich folge nur. Und die Vögelchen wieder. Hier ist auch, guck mal. Hier auch. Cool. Also manchmal übersieht man die einfach. Ja, und das stimmt. Ich habe die jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen. Ja, also weil da so viel Gras drüber hing, aber ich dachte so, die Steinformation sah ähnlich aus. Coole Sache. Ja, man müsste, glaube ich, die ganzen Gebäude aus Lehm bauen und halt nur drumherum eine Mauer aus Stein oder sowas in der Richtung oder ja. Metall von mir aus, keine Ahnung. Damit das nicht wieder mit der Hitze so... Damit es nicht so ein Affenhitze ist und das aber zumindest sicher ist, die Hütte. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön, damit haben wir auf jeden Fall genug Kristalle für
Ferngläser. Ja, und für die Mützen. Also ich erst glaube, Ferngläser. Ja, erst Ferngläser, das ist in Ordnung. Aber ich denke mal, wenn wir das komplette Wüstenoutfit haben, dass wir dann auch sicher sind vor krasser Hitze. Vielleicht sehen wir dann ja auch im Wüstensturm was. Ich glaube schon, dass es tatsächlich im Wüstensturm hilft. Wäre eigentlich ganz egal. Mensch, zu Hause ist doch am schönsten. Oh, ja. Nicht genug Stamina. Sehr schön. Dum, dum. Sehr schön. Bin da, wer noch? So. Ausladen. Silk, ja, mit Chitin, Hide. Alles cool. So, ich packe jetzt mal hier Salz und Sulfur in die Dings. Ja, nehmen wir mal die obere. So, und jetzt kann man hier nämlich das lustige Preserving Salt herstellen. Ah, sehr schön. Ich stelle gleich mal 100 her. Schaden tut's ja nicht. Dann müssen wir noch einen Ton. Ja, preserves food. Dann müssen wir aber noch. Ja, aber da müssen wir noch einen Tonkrug bauen. Muss es dann da rein? Ja, klar, da muss es ja rein, ne? Ja, aber. Das steht aber gar nicht dabei, eigentlich. Ja, aber wo willst du denn sonst lagern? Ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass das da rein muss, weil da stand ja drin. Moment, da nee, da steht nur created by grinding salt with sulfur. Ja, aber du brauchst ja hier. Du brauchst ja trotzdem so ein Skin hier. Das Skin war schon so ein Tonkrug. Oh Gott, denn die halten auch gar nicht lang. 40 Minuten nur. Na, deswegen in den Krug rein. Ich guck mal gleich nach dem Krug. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ach nee, Moment, warte mal. Stores preserving salts and makes them last longer. Aber hier ist der Wessel. Ja, stores preserving salts and make them last longer. Ja, nee, da kannst du das Salz reinpacken, aber trotzdem macht der auch Sinn. Ja, aber wir können ja, wir bauen einfach mal so ein Ding, so ein, kannst du so... Ich hab so einen Krug jetzt gelernt. Clay, Wood und Thatch. Stecken da nur 6 Stück? Ja, anscheinend. Dann würde ich aber vielleicht nicht 100 herstellen. Und dann gleich die ganze Hütte voll. Warte mal, dann breche ich die mal ab. Ja, okay, wie macht man damit jetzt aber was haltbar? Ich weiß noch nicht. So. Also Clay, 20 Stück. Preserves Food, ja, ist klar, aber... Wood and Thatch. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Also wir brauchen auf jeden Fall den Krug. Ja. Der Krug ist für das Salz. Ja. Aber wo verwendet man das Salz? Also, ich meine jetzt eigentlich, zum Haltbarmachen von Essen. Man braucht dann eigentlich so ein Preserving-Bin, oder? Das wäre natürlich irgendwie ein bisschen doof. Eigentlich wäre das unlogisch. Ja, so, ich stelle das mal hier neben das Lagerfeuer kurz. Na, ich guck mal ganz kurz. Ach, der klirrt ja auch noch so lustig. Was haben wir denn hier? Oh, knurren die Kleinen wieder? Ich hatte irgendwas gehört gerade. Warte mal kurz, ich drop mal kurz. Oh, warte mal. Oh ja, da hält es aber ziemlich lange das Salz. Ah, okay, also wenn du das ins Inventar packst, dann hält es doppelt so lange das Fleisch. Oh krass, 1314 Tage. Ach so, wenn man... Ah. Okay, das ist ja natürlich... Aha. Stimmt, aber, doppelt aber so lange. Aber das ist egal, wie viele du mit hast, logischerweise. Naja, aber das ist natürlich ein bisschen blöd, dass das nur im 6er-Pack steckt. Oh, guck mal, siehst sogar die Kristalle drin. Cool. Irgendwie cool. Weil dann würde ich das Zeug nämlich erst herstellen, anstatt es hier zu lagern. Also Schwefel und Salz vergammelt ja nicht, oder? Nee. Kann ja eigentlich gar nicht. Nee, macht ja keinen Sinn. Dann packe ich mal Schwefel und Salz jetzt hier dort, wo Clay mit drin ist, rein. Pack's in die Werkbank, wir haben keinen Platz für sonstiges. Nee, das ist jetzt im Mörser. Ja, aber ich muss ja noch ein Dings herstellen, dann Zeug. Aber trotzdem cool hier, dieser Tonkrug. Na, auf jeden Fall cooles Deko-Element, aber trotzdem finde ich schade, dass man da halt wirklich nur 6er-Stacks reinpacken kann. Ja, und guck mal, selbst wenn du dann halt dieses Preserving Salt mit hast, das hält ja dann selbst auch nur 40 Minuten. Ja, pro Stück, ja. Ach so, ach, warte mal. Das vergammelt immer nur das Oberste. Ja, stimmt. Das ist ja wie beim. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, aber ich meine, dann weiß ich nicht, dann schleppe ich doch lieber. Oder such mir dann in der Zwischenzeit neues Essen oder sonstiges. Ja. Das stimmt eigentlich. Ach, siehst du, ich kann mein Zeug mal reparieren. Mhm.
So, hab schon mal hier drin gepackt. Also wir haben uns auf jeden Fall genug Schwefel. Da können wir dann auch die Brandpfeile, glaube ich, herstellen. Ja. Jetzt gucken wir Flame. Oh, verdammt. Jetzt habe ich doofer Fehler. Gerade rausgedroppt. Rausgedroppst. Ey, komm her. Ist die Frage, willst du das lernen? Die Flammenpfeile und das Probeland oder wie das heißt? Ja, kann ich machen. Das Brennmaterial sozusagen. So. Waterwell, auf jeden Fall wollen wir mal ganz irgendwas bauen. Was habe ich denn noch in der Tasche, was hier so schwer ist? Die kaputte Peitsche kann mal eben weg. Ah, die kann aber auch in die Smithy. Das kaputte Beil. Ich habe so viele Pfeile mit. Das brauche ich nicht. Was? Nein. Molly, ich brauche mal ganz kurz was zu futtern. Haben wir noch Dings am Start? Haben wir noch Gammelfleisch am Start? Wahrscheinlich schon, ne? Wenn er im Trog. Ich hab 100, nicht 146 haben wir noch. Wir müssen auf jeden Fall mit Molly mal ein bisschen Narko-Berries. Na, hat Molly denn gar keine Narko-Berries? Ich hab die von alle rausgesucht. Raussortiert. Molly, komm mit. Ein Stück noch drin. Also. Ich geh mal kurz Narko-Berries holen. Ach so, Moment, genau. Spikeless kann ich auf jeden Fall gleich lernen. Kostet eh nur 2 Punkte. Das ist wichtig. Siehst du, und die Goggles und so, das wollte ich doch machen. Ja. Aber erstmal die Narko-Berries hier. Spokristalle brauche ich nur. Fire, Hide, Wood. Boah, Molly, dein Wendekreis. Wie ein Bus. Absolut. Na? Was? Spyglass. Ich baue mal 2 Stück. Wehe, du verlierst es. Ich verliere das nicht. Na boah, ich baue mal 3. Anni verliert ja jetzt bestimmt wieder. Nein. Irgendwo verlegt oder so. Ich versuch's mal zu behalten. Liegt ja dann in der Smithy drin. Ja, okay. Kurz abholen. Vielleicht mal die ersten Narko-Berries hier mitschleppen. Ja, da haben wir noch 53 Kristalle, um irgendwas herzustellen. Also ich denke mal, das wird reichen für dies. Ja, ich gucke mir das gleich mal an. Gammelfleisch ist drin. Hier müssen wir was durchklöppeln. 28 Stück. So, Armor. Deathered Club. Okay, was fehlt? Silicia Pearls. Haben wir aber auch irgendwo. Da haben wir genug von. Ich weiß nur gerade nicht wo. Im linken Schrank, ich hole mal gerade einen Stack rüber. Ja. Okay. Ja, Perlen findet man relativ häufig. Okay, also. Wie viele Kristalle braucht der? 10? Hm? Wie viele Kristalle braucht der? 10 oder was? 10, ja. Die Schuhe, die hatte ich aber schon gebaut. Uns fehlt jetzt wirklich nur noch das Kopfteil, ne? Ja. Okay. Dann nimm's dir raus. Wie Stylo. Das sieht ja schon ganz geil aus. Oh Mann, ey. Was für ein Kopftuch. Krass. Warte mal, ich komm mal neben dich. Dass man sich das hier mal vernünftig anschaut. Sehen wir aus wie Unge. Ja, siehst du mal. Inspiriert hier. Wunderbar. Aber man sieht ja dein Outfit anders aus. Das ist ein hier meins, ey. Von der einen Seite. Irgendwie schon, wunderschön. Ja. Und das ist geil, weil deine Brille irgendwie auf der einen Seite echt rot aussieht. Ne, das spiegelt sich. Spiegelt nicht da irgendwas Rotes. Jetzt, das war ich dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich die Forge oder so. Ah, das kann sein. Nee, ja, auf jeden Fall ist sehr Stylo hier. Oh Mann. Was für ein hammergeiles Outfit. Mhm, so, ich muss auf jeden Fall mal den Skin runterzotteln. Mach ich mich gleich oben drauf. Wobei es eigentlich schon schade ist. Ja, also ich behalte die geile Mütze auf jetzt. Mein Skin, den kriegt... ja, warte mal. Meine normale Mütze, die stecke ich jetzt hier so ein Jabuar auf. Das ist eine gute Idee. So, ja. Wer hat noch nicht? Ich will noch mal... So. Der Weiße vielleicht? Der Süße? Ja. Krümelchen ist immer noch nicht erwachsen. Mann, Krümelchen. Oh, die sehen so süß aus. So, Molly, wir wollten noch ein paar Narko-Berries sammeln. Jede Menge Haustiere. Ja, wenn wir dann tatsächlich irgendwann doch umziehen sollten, vielleicht eventuell möglicherweise, ist ja noch nicht entschieden, dann müssen wir auf jeden Fall aber auch die Außenmauer aus Stein bauen. Ja, klar. Weil ich glaube, nur Spikes drumherum hilft uns wahrscheinlich nicht, wenn irgendwas Garstiges kommt. Ja. Oh, Molly, warum geht das nicht? Jetzt wollte Molly nicht. Muss wahrscheinlich direkt gerade rauf. Moment. Ist immer ein bisschen anstrengend hier. Molly, wir schaffen das.
Ne, die Kleine hat halt einen Wendekreis wie ein Bus. Ist nur ja, so. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach, was so. Für ein Luxus, ein Fernglas. Mein Gott, das ja, ist ja voll schon... geil. Siehst du, ich könnte mir das mal auch hier auf die Schnellleiste packen. Oh, ist das ein Luxus. Ist das ein Luxus. Auch wenn es nicht das geile Beinoglas ist. Ah, guck mal, es ist gleich die Wasseranzeige. Oh, sehr cool. Finde ich auch interessant. So, Narcoberries, immer mehr. Wer weiß, was man da noch sehen kann. Ah, lass mal planschen gehen. Ah, jawohl. Nach einem anstrengenden Tag erstmal den Sand aus den Klamotten waschen. Richtig so. Ja, ein paar Narcoberries sind schon am Start, aber die anderen Bären könnte ich auch irgendwie mal weghauen, glaube ich. So viele brauchen wir ja nicht. Sammeln wir mal eben schnell das Metall ein, was hier unten rumliegt, damit es respawnen kann. Das ist ja immer ganz besonders gut. So. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir uns schnellstmöglich demnächst mal ein Agentavis zulegen. Ja, für den Transport. Von dem ganzen Kram. Auf jeden Fall. Und als gutes Flugtier. Und dann könnte man ja zur Not auch mal irgendwas zum Zähmen mitschleppen. Ja, das stimmt allerdings. Wobei zumindest die ja noch paar, kleine sicher. Tiere tragen können. Ja. Also das macht ja nichts, aber man kann ja zumindest dann halt schon mal eine Menge transportieren, insgesamt, was die Rohstoffe und sowas angeht. Also gerade das ganze Kristall, Metall oder so ein Zeug halt von den Bergen einfach mal rüber transportieren in die Base. Schon mal ganz gut. Ein Transportesel quasi. Und man kann die Lage checken, wo was ist, was man zähmen möchte. Und man kann Airdrops farmen. Und überhaupt. Und überhaupt sowieso. Agentavis sind so toll. Ja, Grumpy. Die guten Agentavisse. Ja, Grumpy. Oh. Und Sky. Hätten wir dann wieder Grumpy und Sky? Ja. Cool. Denk schon. Naja, mal schauen, wann das soweit ist. Und dann gibt es ein Agatames-Baby und dann heißt es ein Krampinchen. So viele brauchen wir nicht. Denk dran, die müssen auch irgendwie versorgt werden. Ja, aber wir müssen halt welche auf Tragekappa skillen und wir müssen halt welche auf Flugspeed skillen, weil du weißt, ne? Ja, Flugspeed auf jeden Fall. Oh. Ja, das wurde uns ja schon gesagt, wir sollen auf jeden Fall welche mit Flugspeed holen oder machen. Damit man halt von den Wyverns wegkommt. Ups, jetzt habe ich die Narcoberries weggeworfen. Scheiße. Sind sie das? Nein. Wo sind sie gelandet? Das ist immer so ein bisschen blöd. Hier irgendwo. Nee, nee. Oh, scheiße, wo habe ich denn die jetzt hingeworfen? Und sonst halt neu suchen. Ja. Da, gewonnen. Es waren halt 100 Stück. Schon eine Menge. So, Molly. Dann wieder zurück. Metall haben wir auf jeden Fall auch schon ganz gut am Start, also... Ja. Das ist doch super. Und ich habe gleich ein Level up. Ich glaube, über 400... Geil. Allein schon über 400 Bahnen in der Smoothie noch drin, glaube ich zumindest. Was haben wir denn hier drin? 129? Ach, nicht mehr so viel. Was haben wir denn hier? Ach so, Nemo. Ich habe ja vorhin die Spikes hergestellt, alles klar. Da habe ich ja eine Menge Metall verbraucht. Brauchen wir 20 pro, glaube ich. Ich baue bald mal einen Kochtopf, übrigens. Du willst dir nur irgendwas anmalen. Na klar, will ich. Habe ich sofort erkannt hier. Ja, weil ich es kann. Molly, regeneriere doch mal jetzt.